Die Marcellini Media GmbH. Ein Kopf, eine Idee. Nicole Marcellini gründete im Jahr 2004 eine Werbeagentur und öffnete so für die Essener ein völlig neuartiges und doch nicht ganz unbekanntes Terrain. Es handelt sich um den Shootingstar unter Essens Werbeagenturen. Das bedeutet, dass 38 Mitarbeiter mitsamt all ihrer Kreativität täglich rund um die Uhr und immer auf Achse damit beschäftigt sind, ihre Bestleistung abzurufen in den Bereichen Beratung, Konzeption, Design und Produktion. Aber der Stoff, aus dem Träume sind, hier ist mehr. Illustration, Fotografie, Video, Web, Event, Media, Public Relations, Dialog, Personal und Sportmarketing. Alles unter einem Dach. Wer hätte das gedacht? Niederlassungen in Wetzlar und Duisburg bedienen sich somit ein noch breit gefächertes Kundenspektrum. Ein Backup sozusagen. Ein starkes Unternehmen eben. Ein Unternehmen, das seinesgleichen sucht. Essen im Juni 2009. Der Notstand ist ausgerufen. Ein Mann brennt. Brennt auf einer Ausbildungsstelle in der Marcellini Media GmbH. Ein Westfale mit altpreußischer Abstammung wittert seine Chance auf dem Platz als Kaufmann für Marktkommunikation. Immer getrieben von Gedanken wie Ruhrgebiet nach vorn. Jeder Traum kann wahr werden. Den Mutigen gehört die Welt. Er besuchte die Gesamtschule in Velbert und verhalf währenddessen in dem Betrieb seines Vaters aus. Er gründete und spielte in einer Band, die er wie genannt hatte? Genau, deinesgleichen. Es scheint so, als würde erst jetzt das letzte Puzzlestück dazugeklebt werden, wie in einem Poesiealbum. Nach einigen Praktika als Marketingkommunikator und TV-Produktionscaster will er nun den Schritt wagen. Den Schritt nach eben genau diese eine Agentur. Kreativität macht ihn zu das, was er heute ist. Er schreibt nebenher Filmmusik und macht so etwas Obskures wie Synchronsprechen. Dank einer geschäftsführenden Gesellschafterin, vielleicht aber auch einer Interessierten, hat er die Chance, wovon andere Bewerber nur träumen, gehört zu werden.